Servus, ich bin Annelies, die Französin von Otakring. Willkommen bei meinem Podcast. Ich habe für euch viele Geschichten von meinem Leben in Wien und ich hoffe, dass es für euch auch spannend wird. Seit ein paar Wochen hört man täglich über Weihnachten, Weihnachtsgeschenke, Christkindlmärkte, Weihnachtsfeiern, Adventkranze und so weiter. Aber warum gibt es noch keine Christbäume in den österreichischen Wohnzimmern? Das habe ich wieder nach einem kleinen Abenteuer gelernt. Vor ein paar Jahren wollte ich bereits Anfang Dezember einen Christbaum kaufen. Da ich keinen natürlichen zu kaufen fand, fragte ich meine Kollegen, wo ich einen finden könnte. Sie sagten mir, dass ich in ein paar Wochen sicher einen Christbaum neben meiner U-Bahn-Station finden würde. Jetzt ist es zu früh für Christbäume, sagte einer. Zu früh? Also, wo kann ich einen künstlichen kaufen? Fragte ich zurück. Das darfst du nicht, Amelies. Im Büro entstand eine heftige Diskussion darüber, warum man keinen künstlichen Christbaum kaufen sollte. Ich hatte aber keine Ahnung, was die Kollegen so aufregte. Bis eine Kollegin mich fragte, warum ich nicht bis zum 23. oder 24. Dezember warten könnte. Einfach weil ich in Frankreich meinen Christbaum immer Anfang Dezember bei mir zu Hause hatte. Oh, hallo Kulturunterschied, haben wir ausgerufen. Meine Kollegen beruhigten sich alle und erklärten mir, wie der Christbaum in Österreich nach Hause kommt. Er wird von dem Christkind am 24. Dezember voll dekoriert und sehr oft mit leuchtenden Kerzen gebracht. Ganz anders als in Frankreich. Meistens wird es dort einen künstlichen Christbaum Ende November oder Anfang Dezember von der ganzen Familie dekoriert. Die Kinder basteln dafür auch oft noch in der Schule den Bauschmuck. Der Christbaum bleibt bis Anfang oder auch Mitte Jänner im Wohnzimmer. Das ist für mich normal. Im Gespräch mit meinen Kollegen ist mir klar geworden, dass mir ein natürlicher Christbaum viel besser gefällt. Also ja, warte ich noch ein paar Wochen. Ich kann mir die Wartezeit mit ein bisschen Glühwein und Keksen versüßen. Frohe Weihnachten!